Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Welcome to Paris, 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Ja, und da sind wir hier mitten in Paris. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu Hitman 2 Legacy Pack. Wir machen unseren ersten Feldeinsatz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir tragen einen Reaper-Mantel, passend zu einer Mode-Session hier. Und wir wollen uns natürlich als allererstes ein wenig das Gebiet angucken. Nein, nicht schon wieder. Was soll denn das? Ich bleib offline. So, Entschuldigung für diese Störung. Was haben wir denn hier alles? Das Tolle ist, man kann unheimlich intensiv hier mit seiner Umgebung interagieren. Vorsichtig. Max Decker of the Russian FSB. I don't know. Some Cold War dinosaur. It must be pretty important for Novikov to take time out during the show. Novikov is meeting Max Decker, a senior agent in the Russian FSB. Small world. The FSB has been mounting a criminal case against Novikov, but Decker's boss, FSB Section Chief Nikolai Kamarov, committed suicide only last night. Or perhaps not. Either way, this could be a chance to catch Novikov away from the spotlight. Okay. Novikov und Decker machen geheime Geschäfte. Da könnten wir einsteigen. Das könnten wir zu unserem Vorteil ausnutzen. Was haben wir noch? Das kennen wir noch nicht, ne? Das müssen wir erst alles freispielen. Ich sag mal so, ne? Ich werde jetzt beim ersten Mal spielen der größeren Mission nicht alles mitnehmen. Ist natürlich auch völlig unmöglich. Wir greifen uns erstmal das, was für uns so offensichtlich ist. Und dann, über alles Weitere kann man ja reden. Okay. Gut zu wissen, wir machen weiter. Und folgen hier unseren Markern. Komme ich hier rein? Oder ist das schon kein gutes Zeichen, wenn er anfängt, sich zu bewegen? Okay, daneben andersrum. Hier auch nicht. So, wir können aber auf jeden Fall schon mal den Vordereingang wählen. Hi. Oh,
da kommt wer. Er scheint wichtig zu sein. Ich stelle mich mal dazu. A pleasure as always. Make sure to join Dahlia and I for a drink later. There's someone we would like you to meet. Now, hold on. He's what? If you'll excuse me, Congressman. Urgent matter. Do enjoy your evening. Goddamn honest. Okay, wer war das jetzt? War das jetzt der Victor? Ja klar, das ist unser Ziel. Zwei rote Körper. Sehr schön. Vielleicht wird das ja einfacher als erwartet. So, darf ich hier rein? Da darf ich wahrscheinlich nicht weiter. Sir? Don't be an asshole, Sebastian. Whether you like it or not, you are the star of this show, and you will act the part. Oh, no. No, I am not going up there. This line is a travesty. You made me into a sellout, Victor. I can't face these people, and you can't make me. How about that, huh? The hell I can't. One simple phone call, remember? No, you wouldn't. You wouldn't dare. Because you need a nice suit and all, but my sorry, name I can't let you on the bill. I'm no good to you, discredited. Nice try, Sebastian. Very clever. But I don't do compromises. Now get on that stage, or so help me God, I will ruin you. So, gut zu wissen. Er hat eine harte Linie, hier können wir wahrscheinlich auch nicht rein. Ja, wir sehen gut aus. Das ist echt ein schicker Mantel. Der Reaper-Mantel, benannt nach einem der Decknamen von Hitman. Was haben wir hier? According to our intel, Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features, and the two of you already share a striking resemblance. Oh, der sieht ja aus wie wir. Ich glaube, wir können seine Identität dann annehmen. Und damit könnten wir dann hinter die Bühne und uns Victor schnappen. Information einsehen, F1. Das Männermodell. Das gefeierte Modell Helmut Kruger ist Teil der heutigen Show und sie sehen ihm zum Verwechseln ähnlich. Was für ein Zufall. Aber wo ist er? Wir möchten er sein. Muss ich dafür in die Richtung? Ich glaube schon. Oh, ist das laut. Wie krass. Aber, oh, sorry, mein Fehler. Wollte ich nicht. Alles cool, ich hau ab. Und wie kommen wir da hinten hin? Wow, das ist Atmosphäre pur. Wow, da schlägt mein Gamer-Herz höher. So einfach kommen wir da nicht hin. Es muss einen Hintereingang oder so geben. Gebiet entdeckt, Bar. Ja, wir könnten natürlich auch einsaufen und dann einfach rumballern, aber das wollen wir nicht machen. Natürlich nicht. Hi. Stopp, mein Fehler, ich war jetzt... Alles cool. Ich darf nicht hinter die Bar. Wohin darf ich denn? Das kann doch nicht sein. Wir könnten eventuell auch dahinter schleichen, wenn uns keiner sieht. Und dafür sollten wir vorher abspeichern. Jupp. Oh, da ist er wieder. Der Master. Aber ich will das Model sein, unbedingt. Ich will das Model sein. Er sieht uns jetzt, vorsichtig. Geh mal weg da. Ich schnapp mir den da hinten. Dann kann ich wenigstens da hinten im Staff-Only-Bereich rumlungern. Jetzt. Nein. Geduckt bleiben. Na. Sehr stealthy.
Nein. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich gehe jetzt. Wollen wir es doch mal auf der anderen Seite probieren? Vorsichtig. Wenn ich in die Hocke gehe, stresst das ein? Nicht so wirklich, ne? Ich hab's mit den Knie. Da muss ich ein bisschen stretchen, die Kreuzbänder und so. Ja, stimmt. Ich habe nichts Gutes vor, aber ich will einfach nur hier hinter. Cool. Wir sind hinten. Oh, er dürfte uns nicht sehen, glaube ich. Da sind Models. Da ist er! Da ist er! Unser Haudegen. Unser Haudegen, den wir schnappen müssen. Kruger! Du alte Ratte, du. Nee, das ist er nicht. Der hat keine Glatze. Der steht da hinten. Wer ist Kruger hier von euch? Nicht so cool. Jeder, der einen Punkt auf dem Kopf hat, der kann uns hier enttarnen. Nein, das bin ich nicht. Ich muss mir den schnappen und den seine Klamotten klauen. Aber dafür musst du woanders hingucken. Oh Gott, ich hoffe, der sieht das jetzt nicht. Genau, schön schlafen, mein Freund. Klamotten. Und Buddy. Buddy. Und jetzt weg mit ihm. Ganz schnell. Jawoll! Super Stealthy. Klasse. Nicht verkehrt, oder? So, wir können jetzt ein gutes Stückchen weiter rein. Aber immer schön aufpassen auf die Aufpasser. Bisschen Rattengift können wir auch gut gebrauchen. Kruger, wo bist du? Wie weit dürfen wir? Dürfen wir jetzt hier hin? Ja, ne? Cool. Sehr cool. Großer Saal. Kruger, Kruger, Kruger. Da ist er. Ah. Der hat gerade ein Shooting. Tatsächlich. Er könnte unser Klonbruder sein. Und wie ich dieses Spiel kenne, wird er das wahrscheinlich auch sein. Nee, ich weiß es nicht. Bin ein großer Fan. Ich mach Kruger Cosplay. Ich hoffe, ich störe nicht. Wir haben Rattengift schon mit dabei, ne? Nicht vergessen. Das Rattengift heißt übrigens Ratapui. Steht unten rechts. Dann wollen wir mal. Kruger, wir brauchen dich. Deine Klamotte. Wir werden deine Identität annehmen. Kann ich mit ihm reden vielleicht? Ich speichere vorher ab, lieber. Ich speichere vorher ab. Jupp. Kruger. Nee. Quatschen ist nicht. Er ist nicht so der Gesprächige. Ah, wie cool das hier alles aussieht. Ducasse, Carmen. La Politique. Ja, hier könnte man überwältigen, aber wo kommt er dann hin? Dahlia? Helmut? Not yet. I go on in a few cycles, I think. I have. I think I'm in, but I want to be clear on a few details. Fine. I'll be up after the show. Yes, ciao. Hope you know what you're doing, Helmut. Ja, was machst du, Helmut? Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an, was du da vorhast mit der Dahlia. Yeah, Dan, it's me. Oh, you're watching the live feed. No, not anytime soon. Actually, I'm doing this thing for Dahlia Margolis. It might take a while. Don't ask. Of course you'll get your 10%. Look, we both know that I'm past my prime. There's no way. So, jetzt ist die Frage, bis wohin laufen die Wachen? Bis wohin werden sie uns entgegenkommen? Ja, da, ne? Der uns gerade entgegenläuft, könnte ein Problem werden. Dreh einfach um. Genau, bis zur Hälfte. Stopp! Stopp! Das war so klar. Business on my own.
Der würde das jetzt natürlich sehen. Was wir nicht so cool finden. Oh Gott, wie sollen wir das denn packen? Können wir nicht zwei Typen sogar in so eine Box packen? Wir könnten zwar geigt haben. Raucht er jetzt? Tatsächlich. Hm. Jetzt wird gespeichert. Jetzt müssen wir agieren. Ist aber, glaube ich, nicht wirklich der beste Ort dafür. Wir ziehen ihn mal ein Stückchen. Wir könnten ihn natürlich auch ins Wasser entsorgen, aber... Dann wäre er ja tot. Dann wären wir kein Silent Assassin mehr. Ich hoffe, ich kann meine Klamotten noch wechseln, nachdem ich ihn da drinnen verfrachtet habe. Bitte, bitte, bitte. Ja, kann ich. So. Und jetzt sind wir Kruger. Uns fehlt aber noch ein bisschen das Make-up. Rufen Sie Margulis an. Wie denn? Wie soll ich denn Margulis anrufen? Wie soll denn das gehen? Liegt das Telefon noch da? Hat er das fallen lassen vor Schreck? Ja, tatsächlich. Wie cool. Wie immersiv. Dahlia, Helmut hier. Remind me again. Where were you supposed to meet? Second floor. Voltaire Suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or... No, no. It's essential that you walk the runway. Do the job, then come see me right away. Okay, sehr schön. Lassen Sie Ihr Make-up auffrischen. Und dann haben wir Dahlia quasi auf dem Silbertablett. Hey, das klappt hier sogar richtig. Nice. Und die Klamotte ist gar nicht mal so verkehrt. Gut, das würde ich jetzt auch nicht auf der Straße tragen oder so, aber... Naja. Aber für so ein Mode-Event ist das schon genau richtig. Make-up, Make-up, Make-up. Ich darf jetzt überall hin. Ich hoffe, mich kann keiner mehr hier enttarnen. Wir könnten natürlich auch... Oh, können wir auch auf den Laufsteg? Umkleide. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anrempeln. Ich bin perfekt, aber ich brauche noch ein Make-up. Mr. Kruger, need a touch-up, I see. No problem, just sit back and relax. Won't take a second. Appreciate it. Einfach mal so ein bisschen hier, genau, so einen blauen Strich über die Augen. Das sieht schon so ein bisschen creepy aus. Und ein bisschen schlapper am Mund. Ja, jetzt ist das Gothic Outfit perfekt. All set, Mr. Kruger. Aber das muss ich vorher noch ausprobieren. Wir haben so ein bisschen was von Hellraiser, finde ich. Aber wir können auch noch sitzen bleiben, so ein bisschen über das Leben sinnieren. Beim Blick in die eigenen Augen. Gibt es hier sonst noch was Spannendes, was ich mitnehmen könnte? Infos oder so? Ein paar lustige Gesprächsfetzen. Ist da gerade einer hochgegangen? Ja. Videospiellogik. Ich glaube, wir können auch auf den Laufsteg gehen, wenn wir wollen. Doch wir müssen sogar auf den Laufsteg, ansonsten fällt es auf. Falsche Richtung. Ja, ich bin nicht so oft in Paris. Das haben sie aber echt schon gut eingefangen. Also vom Feeling her. Es wirkt authentisch. Ich weiß ja nicht, wie es hier aussieht. Also in echt bei einer Modenschau. Ich speichere mal lieber. Lieber noch einmal speichern. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. So, ich bin dran. Das ist meine Show, Mann. Meine Show. Er läuft jetzt alleine, oder? Ich muss langsam laufen. Das ist so cool, ey. Hm.
Mega. So atmosphärisch. Das ist jetzt einfach nur der Show wegen, ne? Wir hätten das nicht tun müssen. Jetzt müssen wir uns mit Margulis treffen. Nein, stopp, verlassen bitte. Es reicht. Wir haben genug Kruger für heute bekommen.